Chi sarà il prossimo campione del mondo? In Germania ne sono sicuri, sarà la squadra allenata da Löw. I dubbi e le perplessità, infatti, nate dopo il forfait di Ballack per l'infortunio alla caviglia destra, sono definitivamente spariti dopo la larga vittoria contro l'Australia. Intera teutonica, proprio come 4 anni fa, si torna a sognare e a credere che la squadra più giovane e multietnica della storia del calcio tedesco possa vincere il mondiale sudafricano. Mit welchen Emotionen? Ja, ganz hochgestellt und ganz tief empfunden. Viel Schmetterlingen im Bauch und ganz viel Nervosität und einer ganz großen Hoffnung, dass wir auch ins Finale kommen. Getippt habe ich Brasilien, Deutschland, könnte eng werden, aber ich denke, Halbfinale müsste zu packen sein. Also Spiel um den Platz und dann auf jeden Fall wieder Weltmeister der Herzen. Wie im Mal auch. Ja, ich denke schon. Da sind ein paar dabei, die sich auskennen und ein paar neue, ein paar frische. Ich denke, das ist genau richtig doch. Ich weiß nicht, wie die im Viertelfinale gegeneinander spielen. Open End, kann ich nicht sagen. Endspiel natürlich, selbstverständlich. Hoffentlich gegen Italien. Nel poker rifilato agli australiani c'è anche la firma di Klose, giocatore criticato dalla stampa tedesca, ma non dai tifosi, che continuano a preferirlo agli altri attaccanti. Ehrlich gesagt Klose, weil ich finde, er hat immer noch eine Chance verdient. Mein Favorit bei den Stürmern, also meine Herzensentscheidung ist und bleibt nach wie vor Klose. Klose wird auch heute spielen, von Anfang an, denke ich mal. Ich denke heute einfach mein Lieblingsspieler Klose. Man hat nicht viel von ihm erwartet, aber er hat die Erwartungen mehr als erfüllt. Ich denke, Klose wird der Stürmer der WM. Da Colonia per Sky Sport 24, Federico Lo Giudice.